Hat gerade einer in den Chat geschrieben, Monte-Feeling. Scheiß drauf, Digga, ganz ehrlich. Bruder. Big Mac. Beide weg, Bruder, beide weg. Jetzt habe ich eine Sache, wisst ihr, warum ich das so oft mache? Den hier. Junge, was ist mit Tim los? Junge, was ist los? Hey Bro, was geht? Ich bin am Stream, Digga, was ist los? Ich wollte fragen, wie Ding läuft. Ich wollte fragen, wie Hä? Achso, bei mir ist das verschoben. Ja, das ist verschoben. Rip. Tim, das ist wirklich so cringe, Bro. Oh mein Gott. Sehr unangenehm, Digga. Danke dir, Tim, für den unangenehmen Moment. Tim ruft mich an. Auf FaceTime. Ich denk so, der weiß wahrscheinlich nicht, dass ich stream. Ich gehe nicht ran. Tim ruft auf normalen Anruf an. Ich denk mir so, Digga, warum rufst du zweimal an? Ich kann jetzt nicht. Tim ruft ein drittes Mal an. Wieder auf FaceTime. Ich denk mir, Digga, ist irgendwas Wichtiges. Ich gehe ran. Tim liegt im Bett. Oberkörper frei. Ich so, okay, WTF, was ist hier los? Die Kamera schwenkt nach links. Wer ist neben ihm? Jana Riva mit ihm im Bett. Danke, Tim. Danke, Tim, dass es gibt. Mietzent, der Download von Call of Duty ist wieder auf 141 kb die Sekunde gedroppt. Dafür ein fettes Daumen nach unten und vor allem ein fettes Ehrenlos in den Chat. Mietzent, ich bin krass enttäuscht von dir, Digga. Ich bin richtig enttäuscht, Digga. Mietzent, bitte timeoute dich selber. Warum Tim in Köln ist, der hat dort, glaube ich, verschiedene Businesses ist, die er aufbauen muss. Bissle Bubi-Fresse in Kamera ziehe. Rape Socke mit 4 Euro, gerade voll Real Talk Stimmung. Wie geht's dir aktuell und was denkst du, wie es für dich so weitergeht? Mir geht's aktuell eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich freue mich extrem, dass Twitch gut läuft und ich freue mich natürlich auch extrem, dass die Leute die Livestreams in letzter Zeit feiern. Finanziell, sag ich mal, ich sage euch, wie es ist. Wir haben eine Jahresplanung neulich gemacht. In der wir so ein bisschen aufgelistet haben, jo, wie muss dieses Jahr laufen, dass sich finanziell, sag ich mal, alles regelt. Die arme Jana, Real Talk, was für die arme Jana, seid ihr dumm? Die hat doch bei dem Spaß mitgemacht. Seid ihr eigentlich lost? Seid ihr komplett lost, Chat? Mann, ey. Manchmal muss ich mich echt fragen, Chat, was läuft bei euch schief? Egal. Wir haben dieses Jahr eine Kalkulation gemacht und es sieht auch alles relativ legit aus. Was man jetzt dazu sagen muss, ist, es gibt entscheidende Faktoren für dieses Jahr, die, sag ich mal, gut laufen sollten. Und der heißt Ola Kala und die Kollektion. Ich meine, klar, mit so einer Kollektion, wenn die gut läuft, so wie die letzten auch waren, damit verdient man natürlich schon gutes Geld. Und wenn wir es dieses Jahr schaffen, zwei gute Kollektionen zu droppen, dann sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Aktuell sieht es leider so aus, dass die Produktion Stopp gemacht hat. Heißt aber nicht, dass wir dieses Jahr nicht noch zwei Kollektionen droppen können. Die nächste Kollektion kommt voraussichtlich, wenn es gut läuft, kommt auf die Produktion an. Wird sich halt so lange verschieben, solange die Produktion nicht weitermacht. Ich kann dazu nichts sagen. Guck mal, das Ding ist,
Natürlich sind wir darauf angewiesen, dass die Kollektionen gut laufen. Heißt aber nicht, dass wir sagen, oh, wir hasseln jetzt einfach irgendwas raus und hoffen einfach, dass es gut ankommt und hoffen auf den Support von der Community. Wir haben nach wie vor, wir stecken wirklich richtig viel Zeit in Ola Kalar und probieren, dass die Kollektionen richtig, richtig geil werden. Und das kriegen wir auch hin. Die Kollektion, die jetzt rauskommt, ist eigentlich schon komplett fertig. Design, also die ist komplett fertig designt. Die ist schon in Auftrag gegeben. Und wir sind gerade sogar schon an der übernächsten Kollektion dran. Und das werden richtig, richtig geile Sachen. Wir hatten heute erst ein Meeting dazu. Das werden richtig frische Sachen. Ja, du Cringe Lord. Ey, Digga, direkt falsch, Alter. Guck ich den Stream hier beim Böllern und dann sagst du, wir droppen zwei Olacala-Kollektionen. Bro, wir droppen drei Olacala-Kollektionen dieses Jahr. Wir haben Ich habe nicht gesagt, dass wir zwei droppen. Ich habe gesagt, wir müssen zwei droppen. müssen drei droppen. Wir machen drei fette Kollektionen. Dann warst du im letzten Finanzmeeting nicht dabei, mein Freund. Was? Deine kackwöchentlichen Finanzmeetings, ich fick dich, Digga. Warst du nicht dabei, Digi? Wo warst du, Digga? Ey, Digga, ich lese gerade ganz den Chat. Ja, ich bin wirklich übel cringe. Da war ein Kommentar so: Ist das Tims erste oder warum bist du so stolz? So ein Ehrenmann. Ja, Dingens, ja, also, meinst du, wir können schon was leaken, was wir heute besprochen haben oder eher nicht? why not? Ich feier übel, was wir heute besprochen haben. Also, ich finde die Richtung richtig geil. Ja, soll ich mal den Sweater zeigen? Ja, ist halt eine technische Zeichnung, so, das ist halt, Digga, wenn der Chat das sehen will, dann zeig, aber du weißt es ja selber, die Einsätze sind halt nicht perfekt, weißt du, das Ding geht Ja, gerade nicht natürlich, durch. dass es eine technische Zeichnung ist, das sieht man ja. Das sieht man Es ja. ist ja noch nicht mal eine technische Zeichnung, es ist eher eine Skizze, es ist nicht mal eine technische Zeichnung. Es ist halt noch überhaupt nicht final, aber. Digga, ich find's cool, du kannst zeigen, wenn du Bilder brauchst, ich kann noch Guck mal, welche schicken, ich aber. zeige einfach das Bild, das du mir gestern durchgeschickt hast. Ja. Und zeige halt einfach so die Gedanken, die wir uns bisher so gemacht haben, sag ich mal. Ja, da ist ja auch das Masterpiece ist ja auch nicht dabei, also Guck das mal, bleib mal kurz Masterpiece. dran, dann zeige ich es jetzt mal ganz kurz, dass ihr kurz Bescheid wisst. So sind so unsere Vorstellungen für die übernächste Kollektion, nicht für die nächste, sondern für die übernächste Kollektion. Und ich feiere so die Richtung auf der. Richtig gut für die nächste Kollektion, wenn die dann so alt wirkt im Auge von Zuschauern, wird wegen Corona gar nicht produziert. Und jetzt reden wir über die übernächste. Ja, Das ist dümmste Business Move forever. von Root, Aber ist von Root geklaut, Digga, von Root, Digga. Nee, also, wir. also Was, also zum Beispiel, welcher Sweater mich jetzt zum Beispiel übel gecatcht hat, das ist der hier. Den finde ich so geil, Digga, mit dem Blau. Der Schriftzug hier, minimalistisch. Sieht einfach, muss ich sagen, auf der Vorbereitung hier, wie das gemacht wurde, sieht es meiner Meinung nach übel fresh aus, feiere ich komplett. Und ja, es sind dann einfach nur so Gedanken, die wir uns gemacht haben, so verschiedene Applikationen. Das wird auch nochmal alles abgeändert. Wir sind noch nicht sicher, wie wir es machen. Farbe sind wir eigentlich schon relativ fein, dass wir die hier nehmen wollen. Aber jetzt mal nur so ganz kurz Preview für euch, so ein paar Eindrücke. Ja, und was wir. Warte mal kurz, ich muss kurz warten, bis du beim Stream selbst laberst. Auch die Farbe ist geil, ist so ein Pastellblau, so inspiriert von so einem schmelzenden Eiswürfel, so von der Farbe her. Feiern wir ziemlich. Und auch unten dieser Patch ist nicht, also das ist nur so ein Arbeitsding, also die ganzen Schnitte sind noch nicht fertig. Das wird schon echt heftig. Wir haben noch ein paar neue Zeichnungen und noch ein paar neue so Produkte und wir gehen auch ein bisschen in diese. Ja, ich würde es mal nennen, so eine Mischung aus amerikanischer alten Vintage, so Retro-Sportswear und aber eher europäische Teile, weil wir haben nicht so diesen Bezug zu diesem Ami-Sport von damals und deswegen machen wir eher so ein bisschen, werde ich auch so Kragengeschichten sehen und so. Es wird echt, also ich muss sagen, ich finde es echt geil. Mich würde jetzt kurz eine Sache interessieren. Mietzen, kannst du kurz eine Abstimmung machen? Welchen von den Sweater, jetzt mal ganz unvoreingenommen auch von meiner Meinung, welchen von denen Wo würdet spielt ihr man euch safe ziehen? noch? Welchen würdet ihr euch ziehen? Von 1 bis, also wenn oben links 1 ist und unten rechts 6. Mach mal, Mietzen, mach mal eine Abstimmung. Würde mich mal echt interessieren, was die Leute da sagen würden. Ey, Bro. Bro, kannst du bitte einmal in die Gruppe gehen und diese Joke-Kollektion zeigen, die wir gemacht haben? Dieses Coding Crazy mit den Bildern und Ja, so. das finden die Leute nicht witzig, wenn sie nicht dabei waren. Ihr sollt abstimmen, nicht in Chat schreiben, nicht in Chat schreiben. Wenn die Abstimmung gleich da ist, wartet kurz einen Moment. Mietzin muss sie kurz vorbereiten. Hey Bro, chill mal, Jana will nicht mehr lang warten. Was willst du? Ey, aber Jana, dass du bei dem Cringe auch noch mitmachst, ist wirklich extrem. Hey, warum? Ich hab Humor. Nee, es gibt einen Unterschied zwischen Situation als cringe zu erkennen und Humor zu haben. Wir dachten, wir sind witzig. Wir wollten noch ein YouTube-Video draus machen.
Ey, was hier, Nico, der Humorrichter, halt's Maul, genau. Das war witzig und es hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Okay, wenn es euch beiden Spaß gemacht hat, ist alles in Ordnung. Der war göttlich. Ein Blick. Digga, mein Dick war auch halb hart, Bro. Genau. Oh, Digga. Das ist schon ekelhaft, das war schon unangenehm. Mietchen, wo ist die Abstimmung, Mann? Hallo! Ey, Digga, ich guck grad 5 Minuten auf diesen Kack-Stream und ich denk, ich bin hängen geblieben. Aber der kriegt's einfach nicht hin. Der kann nur 5 Möglichkeiten nehmen. 3 reichen doch, mach doch die 3 unten, Mann. Das sind 3-mal derselbe mit unterschiedlichsten Farben, Bro. Ja, okay, hast du recht. Ja, dann, ja, komm, dann mach 3. Dann mach 1, 2 oder 3. Links ist 1, Mitte ist 2, links ist 3. Ja, und diese Samian hat ein Bild auf ihrem Profil, was auf eurem Parkplatz gemacht wurde. Das ist nicht auf eurem Parkplatz. Alle dachten, es ist auf eurem Parkplatz. Hey, what the fuck? Warum, wer ist mit wem zusammen? Ja, wir. What the fuck? Niemals bin ich mit dir zusammen. Johannes. Hey, ihr beiden, ich lasse euch dann mal wieder allein, okay? Danke. Ja, zeig mal kurz, wie die Abstimmung sehen, wie die durchgeht. Die Abstimmung sagt aktuell 48% für 1, 34% für 2, 18% für 3. Ja, nee, der dritte ist der schwächste, den dritten machen wir auch nicht. Ja. Also den ersten machen wir auch so ungefähr, da werden ein paar Sachen geändert. Und beim zweiten werden wir eine andere Variante bringen. Lasst euch überraschen, was wir beim zweiten, dann probieren wir mal, was ausgefallen ist beim zweiten. Also der zweite wird insane, ich sag euch, beim zweiten werden wir eine Variante, also der erste ist insane, aber bei dem zweiten werden wir auch eine Variante machen, die ist ultra sick. Wirklich, also feier ich krank. Naja, okay. Dingens, es kommt kein Gelb, schreibt Marius. Marius, guck mal, wir haben uns drüber unterhalten, ob wir Gelb oder Blau nehmen wollen. Und wir sind alle dabei, dass wir dieses Blau nehmen wollen. Gelb fand ich auch geil, Digga. Aber in dem Fall wird's leider Blau, Marius. Sorry for that, Bro. Digga, das ist so eine Lacoste-Gosha-Swagger-Geschichte. Wir machen das schön blau und kühl dann im Sommer. Alter, Marius schreibt Schmutz. Alter, Marius, hast du gerade unser Baby als Schmutz bezeichnet? Digga, Marius, sollte was los? Was macht der gerade? Ich höre gerade, siehst du nicht im Stream, ich höre nur gerade, wie dort das halbe Büro auseinandergenommen wird. Scheiß Marius, Digga, Alter. Bann den Hund weg, Mann. Scheiße, meine Cam hat sich aufgehängt. Alles nur wegen Marius, Digga. Weil Marius mich aggressiv macht, Digga. Also Tim, ey, hau rein. Also, ciao. Ja, ciao. Danke fürs Feedback, Chat. Danke.